Ich habe die Vertiefung Food and Beverage Innovation gewählt und jetzt arbeite ich bei der Firma SAM, einem international agierenden Sensoriklabor, und organisiere Lebensmitteldegustation um die ganze Welt und berate führende Lebensmittelunternehmen im Bereich Geschmack. Also vor meinem Masterstudium habe ich an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen studiert, habe dort den Bachelor gemacht und während des Bachelor dann auch die Sensorik kennengelernt und diese auch zu lieben gelernt. Und ich wollte in dem Bereich bleiben, habe mich informiert, wo könnte ich denn das studieren? Und mir wurde die ZHW empfohlen für den Master. Bei der SAM bin ich Projektmanager. Ich plane und leite Lebensmitteldegustationen. Diese sind entweder in der Schweiz oder auf der ganzen Welt verteilt. Dabei werden die Produkte anhand verschiedener Faktoren untersucht, zum Beispiel Geschmack, Geruch, Konsistenz. Diese Daten werte ich statistisch aus und gebe Rückmeldung an den Kunden, wie man die Produkte denn verbessern kann und wie denn ein optimales Produktportfolio aussieht. Den modularen Aufbau des Masterstudiums habe ich am meisten geschätzt. Dadurch konnte ich mein Studium personalisieren, speziell auf mich zuschneiden, was mich persönlich sehr motiviert hat.